Yo YouTube, was geht ab? Mustihaft hier, aka Multihaft, aka der großschwänzige Mini-Packer. Wir reagieren heute auf unseren Brü, Weird the Flex, auch mein sogenannter Vegeta an dieser Stelle. Nicht auf sein neuestes Video, was hier ist, sondern ich wollte auf, wo ist das, auf dieses Video hier reagieren. Genau. Männer schlecht behandeln, der schlimmste Trend. Ja, Bruder, wir schauen einfach mal rein. Ich weiß, was abgeht. Let's go und let's go. Videos, wo Männer abgewertet werden, sind natürlich im Trend und es geht direkt verstörend los. Weißt du, was du verdient hast, wenn du meine Füße schon allein nicht verdient hast? Meine Fußsohle. Los, mach. Aha. Und einmal stark lecken. Von vorne bis hinten. Einmal, jawohl. Du Nichtsnutz, du gottverdammter sind dafür deine Vorfahren gestorben. Deine Vorfahren drehen sich gerade im Grab um, Bruder, und machen einen halben Rückwärtssalto im Grab, Bruder, in diesem kleinen Grab, Bruder. Was, weil du das gerade machst. Du nichts nutzt. Deine legendäre Blutlinie hört mit dir auf, weil du so ein verlorenes Stück bist. Toll, so ist gut. Und den anderen auch noch. Dreck zu Dreck. Ich bekomme schon Testomangel vom Zusehen. Aber jetzt mal ehrlich, stellt euch mal vor, ein Mann würde das bei einer Frau machen und sagen, Dreck zu Dreck. Was wäre da schon wieder los? Da wären die Feministen sofort am Start. Aber wenn ein Mann erniedrigt wird, wird das natürlich gefeiert. Und falls ihr dachtet, schlimmer geht's nicht, da muss ich euch leider enttäuschen. Das war fast der Fuß. Entschuldigung. Oh, das gehört so nicht, ja? Damn, holy what the f***. Digga, stell dir mal vor, die gibt dir einfach Ohrfeige, Digga. Du bist schon auf Knie vor der. Walla, wenn ich der nicht einen Uppercut gebe, aus dieser Position, warte. Nicht, dass ich das jetzt nachmache und so wie er Füße leckt, weil das ist extrem ekelhaft. Aber ich will euch nur zeigen, der ist ja auf Knie so einer, weißt du? Ja, Entschuldigung. Da! Direkt, Bruder. Ja, Bruder, gar keine Gnade bei sowas. Jetzt kassiert der Typ auch noch Ohrfeigen vor laufender Kamera. Und wer mir jetzt erzählt, ach, das bäh. Ist nur ein F***tisch, sowas hat gar nichts in der Öffentlichkeit zu suchen und sollte hinter den eigenen vier Wänden stattfinden. Ich meine, scheinbar passiert das hier auf offener Straße. Und stellt euch jetzt mal vor, Kinder laufen vorbei und sehen das. Entschuldig dich und gib mir einen Handkuss. Es tut mir leid, muss entschuldigen, ich bitte um Verzeihung. Was tut dir leid? Dass ich sie mit meiner Zunge am Fuß fast berührt hätte. Ja. Jawohl, so ist gut. Darf ich aufstehen? Ja, du darfst hochkommen. Ja, wie tief musst du als Mann eigentlich sinken, um sowas mit dir machen zu lassen? Und dass die Frau das Ganze auf TikTok und Instagram hochlädt, um ein paar Likes, Klicks und Follower zu machen, ist schon armselig. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Was geht, Vegeta? Es ist wieder mal zum Trend geworden, gegen Männer zu schießen. Und die Kritik gegen Männer schauen wir uns natürlich gemeinsam an. Bodyshaming, denke ich mal, steht da, ist eine Methode von Cis-Männern, Macht auszuüben und uns klein zu halten. Unsere Körper sind gut, so wie wir sind. So wie sie sind. Bodyshaming ist eine Methode von Cis-Männern, Macht auszuüben und uns klein zu halten. Unsere Körper sind gut, so wie sie sind. Sie will also damit sagen, dass nur Cis-Männer, also biologische Männer, Bodyshamen, um Frauen klein zu halten. Frauen machen sowas natürlich nicht, oder? Hi Friends, heute machen wir Red Flags bei Typen. Also warte mal, biologische Männer sind Cis-Männer. Habe ich das so richtig verstanden? Warum sagt man jetzt zu normalen Männern Cis-Männer? Ich wusste nicht, dass ich ein Cis-Mann bin. Dürfen andere Menschen mich jetzt einfach Cis nennen? Habe ich das so richtig verstanden? Cis-Männer sind normale Männer? Warum gibt es für uns einen Begriff? Diesen Begriff kenne ich nicht mal. Und dieser Begriff widerspiegelt mich und ich weiß nichts von diesem Begriff. Let's go. Zuallererst, Bro, wenn du uns... ...1,80 groß bist, dann... Männer aufgrund ihrer... Dann was? Dann was? Zuallererst, Bro, wenn du unter 1,80 groß bist, dann... Männer aufgrund ihrer Größe abzuwerten ist auch Body... Und von solchen Clips gibt es zahlreiche. Und ich würde behaupten, dass Body... nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Schauen wir uns mal die Kommentare einer Influencerin an, die beispielsweise viel Hate kriegt.
Da habe ich mir jetzt Curve Maria rausgesucht. So viele Mädchen haben schon mal ihren O gefaked. Auch ich. Was? Let's talk about. Was ist ein O, Bruder? Ich kann nicht mehr. Was ist ein O? Nein, ich weiß schon, ob sie OnlyFans. Ich glaube, sie meint das nicht. Musto schreibt O ist. Oh my God. Wo machst du dein. Let's talk about it. Warum hast du deinem O am Anfang gefaked? Was ist ein O, Chat? Was ist ein O, Bruder? Ach du Scheiße, okay. Sag doch einfach. Oh, verdammt, warum muss man jetzt für alles einen Begriff finden, Bruder? Okay, okay, gut zu wissen, Chat. Dankeschön. Ja, weil einfach so super viel Druck von der Coin-Industrie entsteht. Das. Was? Bro! Was ist was? Paralleluniversum, Bruder. Ich schwöre, Bruder, was sagt die da für Begriffe, Bruder? Das waren etwas zu viele Informationen für meinen Geschmack, aber wir halten fest, sie faked ihren O und das sind die Kommentare. Maria faked nur ihr What I Eat in a Day. Der Kommentar kam von Bruder, das Ding ist nur alle jetzt ohne zu lügen. Ich hab doch eben gesagt, ich wollte gerade was sagen, ich halt meine Derjenige, der das geschrieben hat, was meine Seele gelesen hat. Anna, einer Frau. Die einzigen O's in Marias Leben sind Ofenkäse. Und Oreos. Auch Kreisverkehr Maria scheint anhand des Namens eine Frau zu sein. Sie mag den Buchstaben O so gerne, weil er wie ein Donut aussieht. Alles gut. Wenn die so schreiben, darf ich doch lachen, oder? Bruder. Die wird ja mehr auseinandergenommen als Drake, Digga. Holy So viel zum Thema, dass nur Cis-Männer Buddy um ihre Macht zu demonstrieren. An der Stelle demonstriert mal eure Macht, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mal was in die Kommentare, damit würdet ihr mich supporten. Kommen wir jetzt zu einem Video, wo ich einfach nur sprachlos war. Yo. Man muss zu Männern leider unfreundlich sein, damit sie einen nicht belästigen. Ich weiß, es klingt crazy und es ist crazy. Warum man zu Männern unhöflich sein muss? Ich meine, geht's noch? Aber sie wird uns das gar nicht... Nee, also warte, bis jetzt verstehe ich es. Klar, wenn ein Mann dich nach der Uhrzeit fragt und du sagst, geh weg von mir, du Gollum, ist das natürlich, dann ist es unhöflich, aber ohne Sinn. Wenn aber dir ein Mann die ganze Zeit hinterherläuft, dich die ganze Zeit nervt und dir hinterher schreit, ich will deine Nummer und er ist besoffen und sonst was, dann okay, dann verstehe ich das, Bruder. Normal ist man dann unhöflich, normal sucht man sich dann irgendwo Hilfe, so hey, der belästigt mich, dieser gottverdammte Bastard. Da verstehe ich das sogar. Kannst du bestimmt erklären. Aber ich mache diese Erfahrung immer häufiger, dass nett sein für Männer leider meistens schon bedeutet, oh ja, ich darf dich jetzt belästigen, du geile Sollte man nicht immer... Bro, ist das ein Trend geworden, dass Frauen sich schminken über Männer einfach reden? Ich schwöre, ja. Naja. Get ready with me. Kennst du das nicht, Abdallah? Get ready with me. Kennst du das nicht? Ich kann das alles nicht mehr, Wallah. Nett bzw. respektvoll miteinander umgehen. Aber daran sieht man, was für ein tolles Männerbild die Dame hat. Kennt ihr das? Ihr geht an jemandem vorbei, was natürlich oft am Tag passiert. Und logischerweise vermeidet man Blickkontakt mit Männern. Aber es gibt Situationen, wo sich dann aus Versehen der Blick ganz kurz trifft. Also ich meine... Guck mal, das ist dann eine Dame wahrscheinlich, Bro, die Männern in der Umgebung so ein komisches Gefühl gibt, dass die Männer einfach nicht mal Bock haben, sie anzugucken und gucken schon auf den Boden so. Aber wenn es dann zu so einer Situation kommt, wo sie dann als Frau Hilfe braucht, Bruder, sei es bei den verschiedensten Sachen, sagen wir nicht nur jetzt das normalste Beispiel eines Koffers, Bruder, wo sie diesen Koffer Treppen runter, wo sie mit diesem Koffer die Treppen runtergehen muss, sondern irgendwo die Koffer draufpacken muss. Aber sagen wir mal wieder ein komplett anderes Beispiel, wo sie sich verletzt hat und nach Hilfe ruft, Bruder. Und wenn dann die Männer auf einmal von ihr weggehen, würde die sagen, da waren so viele Männer und keiner hat mir geholfen, Bruder. Weißt du, und es f***t mich so ab, Bro. Genau von so einer würde ich das sogar erwarten. Ach du Scheiße. Bruder, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass sie auf 800 Millionen Männer getroffen hat, Bruder. Und jetzt sagt, ja, jedermann ist so. Und Bruder, das mich so ab, Bruder. Es kann nicht sein. Bestimmt gab es mal irgendwelche Männer, die so nett zu dir waren und einfach straight weitergelaufen sind, weil sie dir einfach als Mensch helfen wollten. Und jetzt erwähnst du die auch nicht am Rande, sondern erwähnst nur die negativen Sachen, die dir passiert sind. So ein Moment wie, dass man aus Versehen eine Millisekunde diesem Mann in die Augen geguckt hat, weil er natürlich gleichzeitig auch gerade geguckt hat. Und das reicht dann schon, dass Männer denken, oh ja, Mann, sie will mich auch.
Ja, natürlich, weil auch absolut jeder Mann so denkt. Und ja, das Ding ist halt, viele Männer, musst du vorstellen, es gibt Männer auf dieser Welt, die haben absolut keinen Kontakt, körperlichen Kontakt jemals zu einer Frau gehabt, verstehst du? Die sehen das dann vielleicht als, oh, kann ein Zeichen dafür sein, dass das vielleicht meine zukünftige ist oder sonst was. Weil ganz kurz dieser Blickkontakt da war. Ich finde das recht traurig, Bruder. Ich finde das recht traurig. Aber da kann man halt nichts machen. Solange dieser Mann nicht aufsteht, nicht anfängt zu belästigen oder sonst was, kannst du nichts machen, Bro. Dann hat er halt kurz diese Gedanken, guck kurz 2-3 Mal hin, dann guck einfach nicht mehr hin, Bro. Fertig ist. Was willst du machen, Bruder? Was soll er machen? Was willst du? Gar nichts, Bruder. Das ist halt eine normale Situation. Es ist ich finde das sogar auf beiden Seiten, finde ich das traurig. Die Frau fühlt sich beobachtet und der Mann sieht das als ein Anzeichen dafür, dass er mal endlich Erfolg im Leben hat, weil er es noch nie mit Frauen zu tun hat. Es ist auf beiden Seiten traurig, Bro. Wallah, es ist auf beiden Seiten traurig. Auch wirklich jeder Mann etwas von dir will. Bitte versucht nachzudenken. Ich denke, sie scheint eine Menge schlechter Erfahrungen mit Männern gemacht zu haben und projiziert das jetzt auf alle. Aber nur weil man ein paar schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat, heißt es doch jetzt nicht, dass man zu jedem unhöflich sein muss. Aber ja, super, was Ding. Ja, sie soll mal abwarten, Bruder. Irgendwann braucht sie ja bestimmt Hilfe. Und dann gucken wir mal, wie viele Männer ihr in der Umgebung helfen, die sie schon so komische Dinger gemacht hat, Bruder. Blicke gemacht hat. Bruder, ich kenn doch sowas, Bro. Ich kenn doch sowas. Bruder, wenn man einer Frau heutzutage die Tür offen hält, und das beziehe ich nicht auf alle Frauen, Bruder, aber sagen wir eine random Frau auf der Straße, Bruder, kann es sogar sein, dass sie dich schief anguckt, weil du ihr die Tür offen hältst. Ja, wir sind schon in so einer Generation und das finde ich einfach nur extrem traurig, Bro. Kindern auf TikTok so vermittelt wird. Also ohne Scheiß, dieser Mann hat diesen einen Millisekunden Blickkontakt mit mir als Flirten verstanden. Okay, und hier frage ich mich, wo ist das Problem? Missverständnisse kann... Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist er zu dir gerannt? Ist er dir hinterhergelaufen? Hat er dich die ganze Zeit genervt? Das kann sein, dann ist es falsch. 100%, dann gebe ich dir recht. Hat dieser Mann aber danach versucht, vielleicht einmal in diese Richtung zu gehen, als du das verneint hast, direkt gesagt, okay, respektabel, alles gut, ciao. Dann kann man... Dann ist es ja nicht falsch, oder nicht? Es ja immer geben, wenn es überhaupt so war. Ich meine, hat er jetzt irgendwas Negatives zu ihr gerufen, sie irgendwie angefasst oder sonst was? Ich bin ein netter Mensch und ich würde so gerne zu allen Leuten nett sein, weil ich habe immer gute Laune, ich gehe durch die Straßen, ich lächle Frauen natürlich immer an und ich finde es so schlimm, dass man nicht höflich zu Männern sein kann. Also ganz normal, dass ich nicht einmal kurz jemandem in die Augen gucken kann, ohne dass Leute dann das direkt missverstehen. Und ich mich daraufhin allein schon von seinen... Bruder, heutzutage ist es doch so, Frauen kritisieren einfach das, was Frauen erschaffen haben. Ihr habt aus den Männern heutzutage Insecurity-Männer, Bruder. Was soll man sagen, Bruder? Heutzutage hat ein Mann davor Angst, wie er mit einer Frau zu reden hat. Weil ihr einfach, Bruder, weil ihr einfach jede Sch*** als Problem ansieht. Verstehst du, was ich meine? Und das habe ich noch vor einigen Monaten gesagt. Ich habe noch gesagt, irgendwann wird das zu einem Problem und Frauen werden das ansprechen, was sie erschaffen haben, Bruder. Wir haben so viele Männer auf den Straßen, die heutzutage sich schämen, Frauen anzusprechen. Einfach nur, weil Frauen es normalisiert haben, solchen Männern auf den Kopf zu kacken. Ekligen Blicken und Andeutungen. Also wenn du guckst und andere Frauen anlächelst, dann ist das Ganze in Ordnung. Aber wenn der Typ dich anguckt, dann ist es auf einmal belästigend. Und in dem ganzen Video sagt sie, er hat nur geguckt, also dasselbe gemacht wie sie. Ich check hier wirklich nicht die Situation. Ich meine, sie sagt ja selber, dass sie ganz kurz versehentlich geguckt hat. Woher weiß sie dann, dass er sie irgendwie eklig angeguckt hat? Was stellst du mir eigentlich? Guck mal, Samira schreibt... Man merkt, wenn ein Mann ekelhaft schaut, aber es gibt natürlich welche, die man anlächelt und sie normal zurücklächeln. Ja, ich check auch, was du meinst, Bruder. Ja, das kommt auch manchmal auf den Typ an, Bruder. So, wenn dich jemand in der Bahn komisch beobachtet, an seinen Lippen beißt, deine Beine beobachtet, ja, dann wäre ich auch von so einer Person weggegangen. Aber weil ein, sagen wir, Typ, der gerade dein Nachbar ist, holy shit, Digga, er will dir als Nachbar Hallo sagen und du gibst ihm so eine scheiß Attitude, Digga, wo bringt das uns als Menschen hin? Deswegen ist es ja auch zur Zeit so eine Generation geworden, dass die Männer mittlerweile einfach nur Angst haben, als etwas abgestempelt zu werden, was sie nicht sind. Deswegen versuchen sie erst gar nichts heutzutage. Und dann gibt es dann so viele Frauen draußen in dieser Generation, die sagen, warum werden wir nicht mehr angesprochen? Ja, weil ihr dieses Problem erschaffen habt, dass ihr es eben normalisiert habt, dass Männer so in jeder Richtung, Bruder, alles falsch machen. Egal was wir machen es falsch. Egal was wir machen alles falsch. Und das ist crazy. Und dich für NPC-Fragen, Junge. Wie traurig ist es, dass wir Frauen uns angewöhnt haben, immer mit einem Blick als Selbstschutz, einfach um nicht zu werden, rumzulaufen. Ich denke, das trifft bei weitem nicht auf alle Frauen zu. Und irgendwo ist es ja eine Doppelmoral, wenn sie sagt, sie lächelt gerne andere Frauen an und wenn es ein Typ bei ihr macht, ist es belästigend. Ich meine, vielleicht fühlen sich die anderen Frauen ja von dir auch
Und ich glaube, wenn man Männern einmal irgendwie anlächelt auf der Straße, so wirst du direkt entführt. Kannst vergessen. Ja, meine... Was? Anlächelt auf der Straße, so wirst du direkt entführt. Kannst Hat die gerade es einfach normalisiert, zu sagen, dass ein Mann, den man anlächelt, diese Person einfach entführt? Warum zum Teufel sagt die sowas? Die hat es gerade einfach normalisiert, Bro. Das ist hart, warte, das ist hart. Holy shit, krass. Okay, die sagt das einfach so straight raus. Vergessen. Ja, meine Freunde, wer kennt das nicht? Ihr lächelt einen Mann an und schon entführt er euch. Eine Menge Fantasie. Und deswegen strahle ich von Anfang an aus, wenn ich über die Straßen laufe, dass ich eine arrogante und böse bin. Ja, das strahle. Und dann fragst du dich, warum schaut mich kein Mann mehr an? Warum sind Männer so komisch zu mir? Ja, das wird alles nach der Zeit kommen, Bruder. Wir sind schon zum Teil in so einer Generation, wo die Männer absolut keinen Bock mehr haben, Frauen anzusprechen. Aber es wird ja immer schlimmer und schlimmer. Mal gucken, wie es für die Zukunft aussieht. Strahlst du auch in diesem Video aus? Ich meine, allein davon auszugehen, dass jeder Mann sie der sie anschaut und auch jedermann was von ihr will, ist einfach nur absurd. Also ich verstehe wirklich nicht, wie man anhand von ein paar Erfahrungen alle Männer in dieselbe Schublade steckt und in einem Video erzählt, dass man unhöflich sein muss zu Männern. Das ist einfach nur lost. Aber dass das nicht reicht, wird sich auch über das Verhalten der Männer beschwert. Ist es wirklich so schwer, sich als Mann einfach mal... Ist es wirklich so schwer, die zu halten. Walla, bitte sei mal ehrlich, Bruder. Warum macht jeder ein Get Ready With Me, wo es um Männer geht? Holy shit. Und dann fragt sich jeder, warum dieses Land so depressiv ist, warum Deutschland so grau ist, Bruder. In anderen Ländern gibt es dieses f***te Problem nicht, Bruder. Ja, keiner macht Get Ready With Me, wo die nur über Männer reden. Nur in Deutschland gibt es so etwas. Warum, Bruder? Ein Mann zu verhalten und nicht wie ein kleines 12-jähriges pubertierendes Wesen. Okay, jetzt bin ich sehr... Wer ist das? Die sieht aus wie eine Hexe. Ich kenne die von irgendwo, ich kenne ihr Gesicht. Irgendwoher kommt die mir bekannt vor. Wer ist das, Jet? Augenbrauen nicht gefunden, schreib Muster. Jo. Stachel, ich wusste es. Ich wusste es. Ist das die hier? Ja, Bruder. Oh mein Gott! 12-jähriges pubertierendes Wesen. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt, was der Mann Schlimmes gemacht hat. Ich bin vor ins Auto gefahren und dann bin ich mit meinen 30 km/h so ganz geschmeidig lang gefahren und dann sehe ich da nur so eine übelste Proletenkarre. Ich weiter Blickkontakt nach vorne gehabt, aber dieser Typ in diesem Auto hat mich gespottet. Und ich wusste, nachdem er mich gespottet hat, hat sich auch diese Karre nur gekauft, weil er sich dachte, das ist ein Frauenmagnet. Aber Schatz, ich muss dich enttäuschen. Wir Frauen stehen da nicht drauf. Nein, Frauen stehen bestimmt nicht auf schöne Autos und Geld. Das ist natürlich ein Mythos. Das Ganze ist eine Lüge. Also jetzt mal ehrlich, nicht jede Frau steht auf materielle Dinge, aber sehr viele Frauen achten darauf, wie viel der Mann verdient und dass er ein schönes Auto haben muss, beziehungsweise dass das für die ein großer Pluspunkt ist und die das attraktiv finden. Und hat mich gespottet und dachte sich so, die blonde Chaya, die muss ich jetzt mit Biegen und Brechen versuchen, irgendwie zu klären. Ja, natürlich hat sie das aus seinem Blick raus. Warte mal, eine Sekunde, macht Stachel nicht, ich könnte mich natürlich irren an dieser Stelle, macht die nicht Only? Ich kann das mal so nebenbei abchecken, ne, ob die Onlyfans macht. Aber ich bin mir sicher, glaube ich, dass die Onlyfans macht. Ich kann mich irren, Bruder. Nein? Ich habe nur Stachel O eingegeben, da kam schon direkt Onlyfans. Ich könnte mich irren, Bruder, aber ich glaube, die macht Onlyfans. Ich habe doch mal irgendwie Videos von der gesehen, wie sie über sehr krasse Themen öffentlich redet, Bruder. Worüber eigentlich so Frauen so, ja, die halten sollten, so ein bisschen zu offen, Bro. So. Aber oder irre ich mich? Das ist doch die, Bro. Ausgelesen, dass er sie auf Biegen und Brechen klären wollte. Kann natürlich überhaupt nicht sein, dass man sich an der Stelle vielleicht selbst überschätzt hat. Also fuhr er die ganze Zeit so an mir vorbei und wieder zurück an mir vorbei. Dabei winkte er schon so, klebte schon so fast an dem Fenster, leckte diese Fensterscheibe gefühlt ab, weil er mich unbedingt wollte, machte die Fensterscheibe runter, Arm nach draußen gestreckt. Der hing schon fast auf meinem Beifahrersitz, Leute. Der war so dran. Dieses Spektakel ging, wie gesagt, 2 Minuten lang. Alle haben es mitbekommen. Ich habe nicht reagiert. Ich habe ihm nicht einen einzigen Blick geschenkt. Und ich verstehe nicht, warum checkst du das nicht, dass nachdem ich beim ersten Mal nicht drauf reagiert habe... Imagine, er wollte eigentlich ihr nur sagen, dass ihr Tankdeckel offen ist. Imagine, stell dir mal vor, kann doch sein. Ich einfach keine Lust habe. Kann ich an der Stelle auch nicht verstehen, warum sich der Mann so zum Affen macht, um sie zu beeindrucken. Aber das ist jetzt auch nur ihre Version der Story. Lass mich in Ruhe und mach dich nicht peinlicher, mach dich nicht zum Hund. Und ich hoffe, dass er diesen Korb mit Herz genommen hat und jetzt danach einfach im Erdboden versunken ist und sich jetzt zu Hause denkt, what the fuck, was hab ich da eigentlich abgezogen? Schön, wie du über einen Korb denkst. Sehr schön, Bruder, an dieser Stelle, walla. Der geht nach Hause und heult. Ich so, ey, ich hab heute einen Korb bekommen. Gibt's wie viele Frauen auf dieser Welt? Digga, keine Ahnung, aber hart. Walla, hart, dass sie so stolz auf den Korb ist. What the fuck? Männers!
Es geht auch anders. Ich glaube, er hat dich bereits nach 10 Minuten vergessen oder spätestens dann, wenn er auf deinen TikTok gestoßen ist. Denn zum Thema, warum sich Männer wie 12-Jährige benehmen, naja, wie benimmt sie sich denn so auf TikTok? Ich wollte Darstellerin werden. Wie viel? Tja, ja, ich meine, ich wusste es doch, Digga. 14, 15. Das klingt voll dumm, aber ich liebe und ich habe gerne und ich zeige auch gerne meinen Körper. Mit 14 habe ich Dragon... Crazy, wallah crazy. Ach du Scheiße. Ihr wisst ja, wir müssen ja gar nicht darüber reden, was genau am meisten die Industrie voll mit Geldern befüllt. Das sind ja an der Stelle auch Männer. Muss man einfach so an dieser Stelle sagen, wollte ich nur ganz kurz in die Ecke legen. Klar, ich kann verstehen, sie hat jetzt nicht alle Männer in diesem Video beleidigt, Bruder, aber ich fand schon ziemlich sass, wie sie da einen Korb einfach so extra nochmal erwähnen müsste. So, ich habe ihnen einen Korb gegeben. Voll geguckt, meine Arme in den Himmel gestreckt und wollte eine Genki-Dama abfeuern und sie redet hier schon von Darstellerin werden. Hölle, nein. Und das Heftige ist, dass ihre Community aus kleinen Mädels besteht, die sie in den Kommentaren verteidigt haben und das Ganze noch feiern. Finde ich an der Stelle auch sehr fragwürdig, jungen Mädels zu sagen, dass P-Darstellerin ein richtiger Beruf sei. Nee, einfach allgemein. Für sehr vieles ist auf Instagram oder auch allgemein auf Social Media verkehrt, Bruder. Wir haben hier Shirin David, das beste Beispiel überhaupt. Ja, ich hab's gesehen, Bruder. Von einer Frau, die einfach die normalsten Dinge einfach extremisiert, Bruder. Oder wie man das auch nennt, Bruder. Wenn der Mann nicht so ist, dann nimm ihn nicht, Girl. Wenn der Mann so, dann nein, Girl. Girl, und du musst so sein, Girl. Du sollst deine Kleidung zeigen, Girl. Mach deinen Körper auf, Girl. Sei wie du bist, Girl. Sagt man dann zu 13-Jährigen. Ist auf jeden Fall sehr schön, Bruder, dass diese 13-Jährige dann mit deinem, weißt du, was ich meine, Mindset erwachsen wird und dann auf die Männerwelt. Bruder, ist schon krass, Bruder. Da zerstört sie nicht unser Leben, Bro. Uns ist es ja egal, sie wird ihr eigenes Leben zerstören. Walla, und Bruder, es regt mich so auf, Bruder. Ja, nee, sie hat einfach das Mindset von diesen ganzen Kindern in der Hand, Bruder. Und anstatt etwas Positives daraus zu machen, sch**t sie rein. Oh, der Mann, du bist in meinem Kopf, jeden Tag mein Herz.